Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen, Freunde der Freiheit, lieber Herr Pezenka, liebe Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Martin Zeil, Wolfgang Heubich, Thomas Hager, ich freue mich sehr, dass auch aus der Bundestagsfraktion die Kollegen Daniel Volk, Klaus Preil und Rainer Stiener hier sind. Ja, das war gestern ein schönes Erlebnis in Diegolfing. Es zeigt, dass eine Partei nicht nur erfolgreich ist, sondern auch in fröhlicher Gesinnung sich auch ein Stück selbst ironisch betrachten kann und mit Freude ausstrahlen kann. Die FDP hat doch die Fähigkeit, sich freuen zu können. Wir haben Anlass, uns freuen zu können. In Bayern steht das Land hervorragend da. Es ist die Spitze aller Bundesländer. Bayern ist das Powerhouse von Deutschland. Darauf können wir alle gemeinsam stolz sein. Bayern spielt in einer Liga mit Kalifornien und anderen Spitzenstandorten der Welt. Und Powerhouse hat auch eine Powerfrau. Das bist du, Sabine. Du bist an der Spitze der bayerischen FDP. Du bist das Schutzschild gegen rote und schwarze Sheriffs für die Freiheit. Und du bist ein Synonym für Bürgerrechte in Deutschland. Und du als Powerfrau hast entscheidenden Anteil mit unseren Freien Demokraten am Erfolg in Bayern. Und es zeigt sich, wenn die FDP dabei ist, werden auch Schwarze heller, auch in Bayern. Und deshalb ist Bayern so erfolgreich. Martin Zeil ist der erfolgreichste Wirtschaftsminister, den Bayern je hatte. Er kämpft für den Mittelstand. Mittelstandsrettungsschirm, Initiativen, Unterstützungsinitiativen, Innovationsgutscheine, Breitbandverkabelung, alles dies steht für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Und er steht auch mit vollem Herz dafür. Wir haben zusammen im Bundestag eine Periode im Wirtschaftsausschuss zusammengearbeitet. Und er ist von tiefer Überzeugung geprägt und hat diesem Bayern eben diese Offenheit hineingebracht, die soziale Marktwirtschaft zu vollem Erfolg bringt. Lieber Martin, du bist ein Musterbeispiel dafür, was auf Landesebene als Mr. Mittelstand, als jemand, der weiß, wo die entscheidenden Kräfte einer Wirtschaft sind, erreichen kann. Du bist ohne Frage das Erfolgreichste, was je ein bayerischer Wirtschaftsminister erreichen konnte. Herr Wolfgang Heubich hat zu Recht darauf hingewiesen, man kommt gern nach Bayern, man studiert hier gern, Fremde kommen gern her. Einheimische studieren hier gern, Spitzenuniversitäten, 50.000 neue Studienplätze in Bayern geschaffen, 3.000 weitere Stellen, Forschung und Wissenschaft. Das ist Erfolg liberaler Wissenschafts- und Forschungspolitik. Wir wissen genau, was wir heute in den Köpfen hineinstecken, entwickeln. Das sind die Arbeitsplätze, das sind die Produkte von morgen, das sind die Zukunftschancen. Deshalb so wichtig, beides ergänzt sich, Wirtschaft heute zu vollem Erfolg bringen und Wissenschaft und Forschung Basis legen für weitere Erfolge unserer bayerischen Wirtschaft. Deshalb, Wolfgang, herzlichen Dank für deine Arbeit. Und Thomas Hager hält ja die Landtagsfraktion zusammen. Die Fraktion ist das Kraftzentrum in der Regierungszeit allemal. Und da braucht man Geduld, Einfühlungsvermögen, Sensibilität. Ich weiß, wovon ich rede. Du machst es hervorragend und wir haben praktisch aus dem Stand heraus erfolgreich Regierungsarbeit auch im Parlament machen können. Auch dir, Thomas, herzlichen Dank für diese erfolgreiche Arbeit. Aber es geht genau darum, dass wir diese erfolgreiche Arbeit in Bayern fortsetzen können. Nicht zurückfallen in Verhalten von Absolutismus und nicht grün-roten Abenteuern Bayern überantworten, sondern Deutschland braucht diese starke bayerische Wirtschaftskraft und Gesellschaftskraft, die sich entwickelt hat. Deshalb muss die FDP in der Regierung bleiben, damit Bayern diesen Erfolgskurs fortsetzen kann. Nur schwarz, das hat Bayern nicht verdient. Helle durch die Liberalen, das braucht Bayern.
Es gibt ja auch gar keine ernsthaften Alternativen. In Vilshofen hat die SPD dann den Möchtegern-Sparkassendirektor, den Fan von Eierlikör, Steinbrück eingeladen. Und es hat sich wieder gezeigt, das alte Motto gilt: Willst du Öde in der Bude, hol dir Steinbrück, Ponold und Ude. Der Ponold ist so farblos, da fällt einem nichts ein. Der könnte morgen früh bei Obi-Markt anfangen als weiße Tapete. Der wird gar nicht auffallen. Der Steinbrück hat ja erklärt, wie schlimm das Schicksal eines Bundeskanzlers ist und wie gering das Gehalt ist. Aber ich kann ihm sagen, lieber Herr Steinbrück, die Wähler werden Ihnen das Armhaus-Kanzleramt ersparen. Und Sie ersparen auch Deutschland. Sie ersparen auch Deutschland eine falsche Politik. Denn das muss man beobachten. Waren immer in Deutschland bei Bankenpleiten etwas war, WestLB, IKB, HRE, überall hat Steinbrück die Finger drin gehabt. Als Aufsicht, als Finanzminister. Er wollte 86 Milliarden Staatsschulden uns auf den Weg bringen. Er war ThyssenKrupp im Aufsichtsrat. Kaum ist er da drin, machen die 5 Milliarden Verlust, entlassen 2000 Leute. Wo Steinbrück war, ist die Pleite nicht weit. Deshalb darf der Deutschland nicht führen. Und ich höre, der Ute hat Probleme mit der Geografie in Bayern. Wenn er das Hofbauhaus gehen will, braucht er Navi. Und er war schon so verzweifelt an seiner SPD, wollte eine eigene Partei gründen mit seinem Namen, UDE, Union Demokratische Eintagsfliegen. Es war leider schon belegt, es gibt schon Gründungsvorsitzende, Gabriele Pauli, konnte er nicht mehr machen. Und so macht er sich jetzt als Miraculix in der fränkischen Fastnacht, lief er so rum, auf den Weg. Er hat nicht verstanden, was Druiden waren, das ist ein bisschen was anderes. Und nein, das ist nicht die Alternative, die Bayern nach vorn bringt. Das ist etwas, was Bayern verharren lässt. Und deshalb ist ganz klar, alle Einsätze muss die FDP bringen, damit diese erfolgreiche Regierung fortgesetzt werden kann und nicht so eine Mischmaschlösung dort auf den Weg gebracht wird, die einen Rückfall bedeuten würde. Und das darf Bayern nicht ereignen. Und meine Damen und Herren, ja, das ist ein Beifall wert. Unser Ministerpräsident, mein Freund Horst Seehofer, hat ja vor kurzem so alle seine Freunde, Kronprinz Söder, Ramsauer, Horst Peter Friedrich, mit Titel versehen. Der eine macht die Schweinereien. Der andere ist der Zar Peter, der dritte ist ein Bedenkenminister. Macht das alles nicht mir zu eigen. Ich habe mir nur überlegt, wenn der die alle so betrachtet, muss der Horst Seehofer eigentlich sehr einsam sein. Zwischen diesen Glühwürmchen, zwischen diesen Zaren, zwischen diesen Bedenkenträgern. Darum sage ich auch heute, lieber Horst Seehofer, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Wir lassen dich nicht allein, heute und alle Tage. Die FDP bleibt dabei. Aber, meine Damen und Herren, es geht im Kern darum, dass wir in Deutschland eine erfolgreiche Politik auch fortsetzen wollen. Die Welt beneidet Deutschland um seine Entwicklung. Kein westliches Industrieland steht besser da als Deutschland. Wir haben Rekordergebnisse im Abbau der Jugendarbeitslosigkeit, der Langzeitarbeitslosigkeit. Es gab noch nie so viele Arbeitsplätze in Deutschland wie heute. Wir exportieren über 1 Billion, es sind 1000 Milliarden Güter in die ganze Welt. Und ich kann Ihnen versichern, die kaufen freiwillig unsere Produkte, weil sie gut sind, weil der Service stimmt, weil sie sie haben wollen. So gut,
sind die Menschen in Deutschland, so gut ist Mittelstand, so gut ist Wirtschaft in Deutschland und so gut ist aber auch die christlich-liberale Koalition in Berlin. Alles zusammen macht der Erfolg Deutschland aus, um den uns die ganze Welt beneidet. Und diesen Kurs wollen wir auch in Deutschland fortsetzen, damit wir weiter ein Vorbild sind für die europäische Entwicklung, für die Entwicklung in der Welt. Manche Union meinen ja, wir wären so die göttliche Herausforderung für die Union. Meine Damen und Herren, das ist alles völlig falsch. Uns schickt der Himmel. Wir sind das Upgrade der Schwarzen. Mit den Freien Demokraten, mit den Liberalen werden die besser. Wir haben sie besser gemacht bei der Aussetzung der Wehrpflicht. Wir haben sie besser gemacht bei dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz mit erheblichen steuerlichen Entlastungen. Wir haben sie besser gemacht bei der Senkung der Beiträge für die Rentenversicherung. Wir haben sie besser gemacht bei der Abschaffung der Praxisgebühr. Das waren alles entscheidende Einwirkungen der Freien Demokraten. Und wir sollten das selbstbewusst auch sagen. Wir können nicht erwarten, dass andere es für uns sagen, wenn wir es nicht selbst tun. Ja, das haben wir gemacht und kein anderer. Und den Gauk gab es als Bundespräsident nicht ohne die Freien Demokraten. Den haben wir durchgesetzt und kein anderer. Und die Bundeskanzlerin Frau Merkel sagt es ja auch öffentlich. Sie sagt ja, diese Regierung, die christlich-liberale Koalition, ist die erfolgreichste Regierung, die es seit der Wiedervereinigung in Deutschland gab. Sie hat recht. Sie war schon Kanzlerin der Großen Koalition. Die weiß, wovon sie redet. Sie weiß, was sie an uns hat. Und sie sollte vielleicht ab und zu auch zugeben, was unser Anteil ist. Aber das muss nicht sein. Wir werden es schon selbst sagen. Ganz selbstbewusst, was wir gemacht haben. Und ich könnte Sie bei Dutzenden von Lösungen, die wir umgesetzt haben, fragen, wer hat es gemacht? Da werden Sie rufen, wir haben es gemacht. Wir haben es auch gemacht. Und für uns ist Politik immer werteorientiert. Auch die Wirtschaftspolitik. Was der Martin Zeil ja hier in Bayern vorlebt, ist: Wir machen das ja nicht aus irgendeiner Gefühlswelt heraus, dass wir den Mittelstand so ins Zentrum stellen. Das ist für uns einfach eine Geisteshaltung, die hinter Mittelstand steht. Das sind die, die für ihre Entscheidung einstehen, die mit ihrem Vermögen haften für ihre Entscheidungen. Und das ist der Unterschied, ob man Mittelständler Selbstständigen hat, der selbst die Verantwortung für seine Entscheidung übernimmt, oder sie haben so Manager-Söldner, die heute Gummistiefel, morgen Autos, übermorgen sich selbst verkaufen. Das hat eine andere Qualität. Wir wollen es Überzeugung, diese Haltung von Personengesellschaften angefangen, die den Mittelstand ausmachen. Das sind die, die auch Konkurs gehen können. Das sind die, die sich engagieren, wo die ganze Familie oft vielfach drin arbeitet. Mein Vater war kleiner Einzelhändler, bis er 86 Jahre war. Die ganze Familie hat mitgemacht, wie es hier beim Gastwirt anderswo ist. Das sind die Hauptleistungsträger der deutschen Volkswirtschaft. Deshalb brauchen sie einen Anwalt. Und der Anwalt sind wir, die Freien Demokraten in Deutschland. Ich bin nicht in die Politik gegangen, damit sich da ein Monopoly von Großkonzernen entwickelt. Nein, unsere Überzeugung ist, wir wollen Wettbewerb, fairen Wettbewerb. Wer besser ist, muss ein Stück nach vorn kommen. Wer schlecht ist, kommt nach hinten, im Extremfall scheidet er aus. Wir wollen das Ausscheiden, die Konkurse nicht maximieren. Aber das gehört eben auch mit dazu. Und das sind genau die ordnungspolitischen falschen Weichenstellungen der anderen. Das hat der Martin Zeil hier gemacht. Das habe ich in Berlin gemacht.
Zwar bei Opel, bei Karstadt, bei Schlecker und bei Quelle. Wie können wir es verantworten? Bei Opel hatten die 16 Milliarden Dollar Bargeld in der Kasse. Und über der Großen Koalition kommen Erwartungsrahmen von Zusagen von fast 5 Milliarden Euro. Ich hätte keinem Handwerker, keinem Mittelständler, keinem Selbstständigen mehr in die Augen schauen können, wenn ich einem solchen amerikanischen Großkonzern mit 16 Milliarden noch deutsche Steuergelder gegeben hätte. Nie! Und das, liebe Freunde, muss wieder zusammengeführt werden, Deutschland. Gewinn, Chance und Haftung. Kann nicht sein, wenn es schief geht, kommt der Steuerzahler. Nein, der Mittelständler ist dann kaputt, fertig. Und bei uns ist ja von der Wortwahl her schon Konkurs, Bankrott. Das ist ja fast wie die Reichsacht auf die linke Schulter eingebrannt. Der darf im Stammtisch nur noch hinsitzen, beim Fußball nur noch nachmittags mitspielen. Nicht mehr beim Flutlichtspiel. Das ist bei uns was ganz anderes in Deutschland. Da kann es nicht angehen, dass dort übrigens alle paritätisch mitbestimmen, der Großkonzern, Fehlentscheidung getroffen wird und dann soll es alles beim Staat abgeliefert werden. So haben wir uns die soziale Marktwirtschaft nicht vorgestellt. Und ich will es... war geradezu einem Lehrbuchfall darlegen. Das war damals der Fall Holzmann. Wir hatten in Deutschland Überkapazitäten der Bauwirtschaft. Wenn es Überkapazitäten gibt, heißt mehr Angebot als nachgefragt wird, dann muss das abgebaut werden. Was da passiert? Da kam beim Großen bei Holzmann, der oft mit irrealen Mietpreisgarantien sich Anträge in Land gezogen hat, und mancher Mittelständler sich überlegt hat, kann ich es noch verantworten für meine Mannschaft, für mein Team, den Auftrag reinzuholen? Sich bis zum Äußersten bewegt hat, da nicht zum Zuge kam. Dann sind sie an die Wand gefahren. Ich werde mich erinnern, was da passierte. Da kam Schröder, der Bundeskanzler, kurz vom SPD-Bundesparteitag, Schröder, Schröder rufen. Und er kam natürlich nicht mit seinem Geld, er kam mit ihrem Geld, Steuerzahlergeld. Übrigens, wer in Deutschland vier Frauen hat, kann kein Geld haben. Und da war kurze Zeit ein bisschen Ruhe. Da war kurze Zeit mal ein bisschen Ruhe. Und dann ging Holzmann doch kaputt. Da war vom Geld nichts gerettet, von den Arbeitsplätzen nicht. Aber in der Zwischenzeit sind viele Mittelständler, die es besser gemacht haben, über die Wupper gegangen. Deshalb müssen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft am Kern eingehalten werden, sonst kann sie nicht funktionieren. Sie verträgt viele rostige Nägel. Aber wenn man zu viele reinschüttet, dann wird sie auch kollabieren. Das ist Ordnungspolitik, die Rahmensetzung so zu machen, dass auch Wettbewerbsordnung, soziale Marktwirtschaft funktionieren kann. Das ist liberale, freiheitliche Politik in Deutschland. Und ich sage Ihnen, ohne die Freien Demokraten der Bundesregierung hätten wir bei den europäischen Schuldenkrisen längst eine Vergemeinschaftung von Staatsschulden, Eurobonds. Wir müssen mal überlegen, ganz konkret, hier bei der Sparkasse oder der Volksbank ist ein Mittelstandsbetrieb gut geführt, Immobilien, Sicherheiten, ein anderer, der auf der Kippe steht und beide sollen beim Kredit den gleichen Zinssatz sagen. Wird doch jeder von Ihnen sagen, das ist nicht richtig. Das Risiko muss sich auch im Preis für Kapital widerspiegeln. Genau das würde man machen, wenn man Eurobonds einschaffen würde, Einheitszinssatz für alle europäischen Staaten. Dann würden die Griechen gleichen Zinssatz zahlen wie die Deutschen. Ich nenne das Zinssozialismus. Das ist nämlich Gleichschalten von Zinssätzen und das hat mit marktwirtschaftlichen, freiheitlichen Strukturen nichts zu tun. Im Grunde müssen wir Acht geben. Europa ist unverzichtbar. Deutschland braucht Europa. Wir wissen auch aus der Geschichte, Deutschland darf sich nicht singularisieren, isolieren. Ja, wir wollen Europa,
aber richtig gebaut. Und die Grundlagen, die geschaffen wurden, bei der Einführung des Euros. Und alle Parteien haben den Menschen in Deutschland versprochen, die neue Währung wird genauso stabil sein, wie die D-Mark war. Und die neue Notenbank, die Europäische Zentralbank, genauso unabhängig sein, wie die Bundesbank war und ist, weil die Notenpresse nicht in die Hände der Politik kommen darf. Das kann nur schiefgehen. Das ist die deutsche Erfahrung. Zu Beginn und Ende der unseligsten Zeit deutscher Geschichte stand Inflation und Währungsreform. Die Deutschen haben zweimal ihr Geld verloren, zweimal eine Währungsreform gehabt. Das ist unser Mitglied für Europa, Geldwertstabilität und solides Geld. Und darauf müssen gerade wir als Partei des Privateigentums, der Freiheit, darauf achten, dass wieder Regeln geschaffen werden, verschärft eingehalten werden, die für einen stabilen Euro sorgen und für Gerechtigkeit, auch bei der Geldbewertung in Europa. Wir sind nicht der Selbstbedienungsladen aller in Europa. Weißt, dass man Euro geschaffen hatte? Das war mutig, eine Währungsunion ohne politische Union. Das gab es noch nicht in der Welt. Hat man zwei Kernleitplanken eingebaut, damit er stabil bleibt. Maximal im Jahr 3% Neuverschuldung, bezogen auf Sozialprodukt, was man gemeinsam uns erarbeiten. Aber nicht als Regelfall, sondern dann, wenn wir eine Rezession haben, wenn Abschwung droht. Und eine Summe maximal 60% der Wirtschaftsleistung eines Jahres. Und Deutschland war leider unter Rot-Grün die erste Regierung, die genau diese Leitplanken eingerissen hat. Die Franzosen waren die Nächsten und der Rest von Europa hat freudig mitgemacht. Wer früher in Italien Urlaub war, weiß noch. Die haben, wenn sie gesündigt haben, denn die Lira abgewertet. Am Schluss hatten sie Geldscheine so groß wie ein Tischtuch. Und da mussten sie mal 3-0 streichen, weil damals die chinesischen Taschenrechner noch nicht so leistungsfähig waren, dass sie hohe Zahlen bearbeiten konnten. Auch die französischen Freunde und Nachbarn haben mal Nouveau Fonds, Vieux Fonds 3-0 gestrichen, damit man damit noch rechnen konnte. Das geht nicht mehr bei der Währungsunion. Wenn man da sündigt, dann gibt es nur interne Abwertung. Interne Abwertung tut weh. Das, was man an Demonstrationen im Fernsehen abends sieht. Das heißt nämlich Senken von Preisen und Senken von Löhnen. Das ist interne Abwertung. Deshalb muss gewährleistet sein, dass man die Spielregeln einhält, dass man dies vernünftig macht. Wir haben Fortschritte, wir haben Fiskalpakt. Ganz Europa hat das, was mal die FDP erfunden hat, in ihrem Wiesbadener Programm, nämlich die Schuldenbremse, übernommen. Das ist ein liberaler Jahrhunderterfolg. Und deshalb bin ich auch dafür, dass wir, ich werde es an anderer Stelle noch ein bisschen näher erklären, auch die Geldwertstabilität wie die Schuldenbremse ins Grundgesetz schreiben, damit die ganze Politik darauf verpflichtet ist. Warum? Meine Damen und Herren, Inflation ist eine soziale Schweinerei. Sie trifft die Kleinen, die im Sparbuch, im Girokonto, die keine Immobilien in Kanada kaufen können, die nicht ausweichen können auf die Kanalinseln, die um einen Teil dessen, was sie erarbeitet haben, im Alter zusätzlich was erlauben zu können, betrogen werden durch Geldentwertung, durch Inflation. Und wir steuern die Volkswirtschaft falsch, weil wir nicht über den Staat vorgeben, was produziert wird, sondern es sind die Knappheitsrelationen, Knappheitsgrade in den Märkten, die über die Preise, wenn der Preis hoch ist, wird mehr produziert, ist er schlecht, stellt mal weniger her. So simpel ist das. Auch die Volkswirtschaft steuern. Wir würden fehlsteuern und wir würden sozial ungerecht handeln, wenn wir nicht das Geld stabil halten. Und die Wahrheit ist, es wird viel Geld gedruckt. Es wurde viel Geld gedruckt. Genaue Zahlen gibt ja keine Notenbank an. Schätzt bei der EZB 3.000 bis 4.000 Milliarden, die Amerikaner wahrscheinlich 20.000 bis 25.000 Milliarden Dollar. Werden nicht mehr mit Papier gedruckt wie früher. Das sind virtuelle Klicks in den Computern, mit dem Liquidität geschaffen wird. Und deshalb ist mein zweiter Punkt. Es kann nicht angehen, was diesen Entscheidungen, ob zum Beispiel die EZB Staatsanleihen ankauft, Deutschland so viel Stimmgewicht hat wie Malta. Wir haben EZB-Rat, gleiches Stimmgewicht wie Malta. Deshalb muss das reformiert werden. Und die großen Notenbanken wie Deutschland, die ja auch in der Haftung, 27% sind wir bei allen Risiken dabei,
entsprechende Vetorechte, Gestaltungsrechte haben. Wir können da nicht auf einer Stufe wie Malta stehen. Das muss verändert werden. Und der dritte Punkt ist, den man zur Geldwertstabilität braucht, dass wir die schwarze Null, die ausgeglichenen Haushalte, was Bayern uns vorgemacht hat, auch im Bund schnell, wir wollen es 14 schon erreichen, schaffen. Denn Staatsschulden sind wieder eine Ursache, die zu inflationären Entwicklung kommen kann. Wir haben heute noch nicht bei den Güterpreisen Raten, von denen man sagen kann, dass sie beängstigend sind. Wir haben sie bei Vermögenspreisen. In einigen Regionen in Deutschland bei Immobilienpreisen. Die sind kräftig nach oben gegangen. Und nach meiner Einschätzung sind auch die Aktienpreise in der Höhe der Bewertung bei bescheidenem Wachstum, was wir derzeit haben, auch schon ein Stück Einpreisung, dass man in Sachwerte hineinflüchtet, weil man Sorgen hat, ob man nicht besser in Realwerte geht und nicht in Geldwerten bleibt. Deshalb klare Politik, klare Priorität, für mich unverzichtbar für eine Partei der Freiheit, des Privateigentums. Wir müssen alles daran setzen, auch von der Rahmenbedingung, von der praktischen Politik, dass die Entwicklung vernünftig bleibt. Und ich sage Ihnen, ohne uns hätten wir längst diese Entwicklung. Rote und Grüne wollen das ja alles. Die haben ja nach Eurobonds schon gejubelt, wollen die auf den Weg bringen. Und auch bei den Schwarzen gibt es schwarzen Sozialismus. Und deshalb ist gut, wenn die hellen Freien Demokraten dabei sind, damit es vernünftig bleibt. Da möchte ich gerne noch mal darauf eingehen, wirtschaftspolitisch, was Rot und Grün vorhat. Auch das muss man den Menschen rechtzeitig sagen, damit keiner nach der Wahl sagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich anders entschieden. Also Steinbrück will 32 Milliarden mehr Steuern in Deutschland erheben. Es ist die alte Melodie, fällt den Sozis etwas ein, muss es eine neue Steuer sein. Milliarden mehr bei über 600 Milliarden Steuereinnahmen, die wir in Deutschland haben. Es gab noch nie so viel Steuern wie heute. Der Staat muss auch mal lernen, was jeder Bürger im Land macht, sich nach der Decke zu strecken, mit seinem Geld auszukommen, Prioritäten zu setzen. Und Bayern hat es vorgemacht. Man kann sehr wohl auch den Staatshaushalt zum Ausgleich bringen. Man kann Schulden auch wieder abbauen. Das, was wir heute zu viel ausgeben, müssen junge Generationen alles zusätzlich erwirtschaften. Das ist unfair für unsere Kinder und Kindeskinder. Deshalb muss hier ein ganz klarer Kurs gefahren werden. Wir können nicht wirtschaftliche Schwächen anderer europäischer Länder damit bekämpfen, dass wir bei uns noch weitere Steuern draufknallen. Nein, vernünftig damit umgehen, auch die Ausgaben richtig zielgerichtet zu orientieren. Das ist der Ansatz, mit dem wir vorangehen müssen. Und dann gibt es aber noch einen, der das toppt. Trittin. Vom Dosenlümmel zum Möchtegern-Finanzminister im feinen Zwirn. Angefangen beim Kommunistischen Bund Westdeutschland und dann gern gesehen bei der Hochfinanz. Das haben wir gern. Ja, der will 42 Milliarden mehr Steuern haben in Deutschland. Noch mehr als die Sozis. Nur damit Sie wissen, was Steinbrück-Trittin sie kostet. Zwischen 32 und 42 Milliarden. Wahrscheinlich dann in der Mitte. Zusätzlich Steuern. Und da muss man auch sehen, der will ja an das Vermögen der Leute ran. Die Vermögenssteuer wieder einführen. Zusätzlich eine Vermögensabgabe von 100 Milliarden Euro einführen. Dem sind offenbar Häuser, Immobilien suspekt, dass hier eiskalte Enteignung noch mal 100 Milliarden Vermögensabgabe zu einer Vermögenssteuer, die wieder eingeführt werden muss. Man muss sich mal ausrechnen, was das bedeutet, was diese Steuerpolitik ausmacht. Ingenieur bei Siemens in München. Ein Kind, kleinen Firmenwagen, der Streier BMW oder Audi 4, der verliert im Jahr 4.000 Euro. 4.000 Euro für eine Normalfamilie. Das ist die neue Gerechtigkeit von Rot-Grün, meine Damen und Herren. Das muss man ganz klar in konkreten Zahlen auch jeweils vortragen, damit man weiß, um was es geht. Und nehmen wir mal einen Bäckermeister. Bäckermeister, Backstube unten, Wohnung oben. Also Privatvermögen und Betriebsvermögen.
Der muss alles genau festlegen, Riesenbuchführung machen, das alles im Detail auseinanderklabüstern. Das sollte jeder Bürger machen bei der Vermögenssteuer. Alles aufstellen, alles erklären, muss alles nachgerechnet werden. Meine Damen und Herren, es gibt ja einen riesen Überwachungsapparat, wie vieles der grünen Politik, von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, des Trittin Forte. Aber da kommen wir auf eine grundsätzliche Haltung dieser Politik. Die sind für mich so die modernen Jakobiner, die Tugendwächter, die wissen alles besser als ihr Menschen. Nehmen wir mal die Energiepolitik. Mit dem Energieeinspeisungsgesetz EEG, was Rot-Grün uns hinterlassen hat. Da haben sie bei der Solarförderung das so toll getrieben. Und zwar nicht vom Staat, sondern ein Teil der Kunden zahlt es an die anderen Erzeuger dabei. Das sind Förderzusagen der Größenordnung heute schon von über 100 Milliarden. Wenn das weiterläuft, geht es Richtung 300 Milliarden. Und meine Damen und Herren, das ist ja ein Oma-Geschäft. Es gibt ja Scheunen in Norddeutschland, die bestehen nur aus Solarzellen. War kein Huhn, kein Schwein, kein Mensch hier drin. Ist ja klar, wenn du Einspeisegarantie hast, alles, was du herstellst, träumt jeder Handwerker, Mittelständler davon, wird abgenommen. Und 20 Jahre Preisgarantie. Also damit das nur klar ist, ich mache keinen Bürger, keiner Bürgerin Vorwurf, wenn sie dumme Gesetze nutzt, ist ihr gutes Recht. Ich mache aber denen, die Gesetze dumm gemacht haben, Vorwurf, die müssen wir intelligenter machen. Das ist der Punkt. Das sind 20 Jahre Laufzeit, war zum Teil über 50 Cent, dann 48. Das konnte erst jetzt in Schritten, in schwierigen Verhandlungen abgesenkt werden. Die Verträge laufen weiter. Und da mache ich den Grünen Vorwurf ihres Solarlobbyismus. Sie kriegen erheblich Umfang Spenden, Windkrafterzeugern, Solarerzeugern dabei. Einer hat jetzt von Thomas Gottschalk im Rhein das tolle Schloss gekauft. Meine Damen und Herren, das darf doch nicht wahr sein. Der ist die Oma mit ihrer Leselampe, über teure Tarife zahlt, damit die Kumpels vom Trittin sich Schlösser, Solarschlösser kaufen können. Das kann nicht eine vernünftige Energiepolitik in Deutschland sein. Das wollen wir ändern. Wir wollen sagen, ja, Energiewende ist auch von uns akzeptiert, machen wir. Aber wir geben es Technologie offen, indem wir eine Art Mengenmodell machen. Sagen, wir wollen so und so viel regenerative Energie, aber der Anbieter kann es entscheiden, ob er das Biogas macht, ob er Wind macht, ob er Solar macht, ob er das in Spanien erzeugt oder in Deutschland. Wir sind ein sonnenarmes Land. Bayern ist noch relativ verwöhnt, aber im Schnitt haben wir 820 Sonnenscheinstunden im Jahr. Im Mittelmeerraum sind es 2.500 bis 3.000 Sonnenscheinstunden. Deshalb kann die Politik nicht richtig sein. Und wenn man die Energiewende durchzieht, muss man auch bekennen, wir müssen auch Stromleitungen bauen. Wir brauchen auch einige Gaskraftwerke, weil der Wind nicht immer weht, wenn wir das Licht einschalten, die Sonne nicht immer scheint, wenn die Maschinen laufen beim Handwerk. Das gehört auch dazu. Und da müssen eben Rot-Grün auch ehrlich sein. Da müssen sie auch dazu bekennen, dass wir Leitungen bauen müssen, dass wir einige Gaskraftwerke bauen können. Man kann nicht zu allem Nein sagen und dann sich wundern, wenn das Licht vom Breakout, vom Zusammenbruch, vom Blackout steht dabei. Wir haben letzten Winter noch in Österreich Schwerkraftwerke mit schwerem Heizöl, das sind die höchste Umweltbelastung, wieder anfahren müssen, um den Blackout zu vermeiden. Das kann keine sinnvolle Energiepolitik sein. Deshalb muss man redlich sein. Wer sagt A, wir bauen um, jawohl, muss aber auch B sagen, ja, wir brauchen noch Leitungen, muss C sagen, wir brauchen noch eine Gaskraftwerke. Nur, wasch mich, mach mich nicht nass, das wird nicht funktionieren. Und das müssen wir ganz klar auseinandersetzen führen. Es ist diese Unaufrichtigkeit, zum Teil ist ja fast Heuchelei,
Fast jede Woche haben wir im Bundestag einen Antrag von den Grünen gegen Minijobs und gegen zu schlechte Bezahlung. Jetzt kommt raus, dass die Frau Fraktionsvize Höhn von den Grünen Mitarbeitern 4 Euro die Stunde zahlt, meine Damen und Herren. Das ist natürlich dann das mit dem Motto, ne? Sie predigen Müsli und fressen Kaviar. Das ist keine seriöse Politik. Und es ist für mich generell diese Attitüde, dass Sie überall meinen, Sie müssen uns ständig belehren. Die Grünen glauben zu wissen, was wir besser herstellen sollen. Also Fahrrad gut, Auto schlecht. Die Grünen glauben zu wissen, was wir essen sollen. Gemüse gut, Fleisch schlecht. Die Grünen glauben zu wissen, wo wir einkaufen müssen. Bioladen gut, Supermarkt schlecht. Die Grünen glauben zu wissen, was wir lesen müssen. Taz gut, Münchner Merkur schlecht. Meine Damen und Herren, diese permanente Gouvernantenattitüde, die geht mir irgendwie auf den Keks. Man muss das immer wieder klar sagen. Wir leben in der Bundesrepublik Deutschland und nicht in einer Besserungsanstalt für nicht-grüne Wähler. Ja. Max Weber, der große Philosoph von Demokratie, sprach immer von Gesinnungsethikern, die allen anderen für doof halten, genau wissen, was man richtig machen kann. Und erinnern sich die Französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, auch Brüderlichkeit, obwohl ich damals noch nicht dabei war. Damit fing es an. Am Schluss stand eine Guillotine. Das will ich jetzt dem Trittin nicht unterstellen. Aber es ist genau diese Attitüde, die anderen wissen nicht recht. Ich bin jetzt in meinem mittleren Alter in der Lage, selbst zu entscheiden, ob ich Weißwurst esse, Schokolade esse, ob ich Bier trinke, ob ich Wein trinke oder ob ich Wasser trinke. Und ich brauche da keinen, der mir es vorschreibt. Ich bin erwachsen genug, entscheide, was ich esse und trinke und lass mir das von keiner grünen Tante oder grünen Onkel vorschreiben. Wir setzen dem entgegen liberale Verantwortungsethik, dass man wissend um Zusammenhänge selbst Entscheidungen trifft, eigenverantwortlich, was man macht. Und das ist genau unsere Politik. Und die gibt es in vielen Feldern fortzusetzen. Ich finde zum Beispiel auch, dass man mehr Entscheidungen über die Lebensarbeitszeit selbst treffen können muss. Ich kenne ja viele in meinem Alter, die älter sind, die sind fit wie ein Turnschuh. Es gibt andere, die schleichen schon in jungen Jahren rum, als ob sie schon die Jahrhundertgrenze überschritten haben. Aber deshalb muss man jedem die Möglichkeit geben, der will, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion und Alter, auch sich verwirklichen zu können, eine Chance zu haben. Und es darf auch keinen Altersrassismus in Deutschland geben. Es darf überhaupt keinen Rassismus in Deutschland geben. Auch nicht gegenüber älteren Menschen. Das ist einfach unanständig. Deshalb wollen wir, dass jeder seine Chance hat. Das Gleiche ist in der Schulpolitik, meine Damen und Herren. Wo Rot-Grün regiert, Martin Zeil hat das vorhin sehr deutlich angesprochen, ist immer das Bemühen, was wollen Sie, in Richtung Einheitsschule gehen. Meine Damen und Herren, das ist für Liberale unerträglich, die Vorstellung. Einheitsschule, Einheitskindergarten. Es gibt nicht das deutsche Einheitskind. Kinder sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Begabungen. Es gibt unterschiedliche pädagogische Strukturen und Ansätze. Deshalb brauchen wir Vielfalt und nicht auch wieder dort diese Tugendwächter, die alles besser wissen, uns genau erklären, wie man es machen muss, was die Kinder lernen müssen, was sie nicht lernen müssen. Nein, unsere Kinder sind keine Versuchskaninchen von pubertärer rot-grüner Politik.
Genau diesen Tendenzen muss man sich entgegenstellen. Solche Prozesse kommen nicht über Nacht, es sind schleichende Prozesse. Fängt mal ein bisschen an, ein bisschen mehr. Und plötzlich sind wir in der Gesellschaftsstruktur, wo wir sagen, das haben wir eigentlich nicht gewollt. Deshalb ist das Wächteramt der Liberalen immer wichtig. Und wir kommen ja von unserer Geschichte, Paulskirche, Habacher Fest, Jena, Rastatt, von vielen Freiheitskämpfen her. Und damals haben ja Frauen und Männer ihr Leben riskiert, sind für das, was wir Bürgerrechte nennen, was wir soziale Marktwirtschaft nennen, auf die Barrikaden gegangen, haben ihr Leben riskiert, wurden eingesperrt. Heute braucht man nur sich aus dem bequemen Sessel erheben, den Mund aufmachen, wählen gehen. Man kann Freiheit wählen. Es ist ein Gerücht, dass man die FDP nicht wählen kann. Man kann sie wählen. Man muss sie wählen. Um ein weites Gerücht wegzuräumen, es gibt bei der FDP keine Aufnahmesperre. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen in unseren Reihen. Wir brauchen noch mehr Mitkämpferinnen, Mitkämpfer für diese freiheitliche Haltung. Ja, meine Damen und Herren, geschichtlich hat es die Aufklärung immer schwerer gehabt als die Romantik. Aber wenn wir nicht Frauen und Männer haben, die sich dafür einsetzen. Freiheitsrechte sind keine Pensionsrechte, die man in der Garderobe abgibt. Sie müssen gelebt werden. Sie müssen jeden Tag verteidigt werden. Nur dann hat man sie. Und andere sehnen sich, in Deutschland leben zu können, träumen davon, nach Deutschland kommen zu können. Wir haben alle diese Möglichkeiten. Wir werden ja bescheuert, wenn wir irgendwelchen Typen, die das nicht verstehen, die in der Schule im Chemieunterricht, im Physikunterricht nicht mitkamen, jetzt bei den Grünen Politik machen, unser Land überlassen würden. Gute Ausbildung ist keine Schande. Und deshalb, Deutschland, Bayern, München ist unser Land. Wir wollen nicht die Chinesen herholen, unsere Probleme zu lösen. Wir haben sehr hohen Lebensstandard. Wir haben so hohe wirtschaftliche Kraft entfaltet. Die Grundlagen sind freiheitliche Entscheidungen, mittelständische Strukturen und Eigenverantwortung. Dafür einzutreten, ist Garant, dass wir auch in Zukunft erfolgreich sind. Darum bitte ich Sie, nicht zu warten, bis der Mist da ist, sondern ihn zu verhindern. Blödsinn bleibt Blödsinn und Blödsinn hat der deutschen Politik nicht zu suchen. Zum Abschluss meine Bitte an Sie. Helfen Sie, dass wir in Bayern, Hessen, und in Deutschland die Weiche richtig stellen. Es darf nicht Deutschland von oben bis unten grün-rot geprägt sein. Nein, wir brauchen bürgerliche Kräfte, die die Grundprinzipien unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung erkannt haben und sie erfolgreich praktiziert haben. Wir dürfen nicht Deutschland auf dem falschen Weg laufen lassen. Sie sehen das in Frankreich. Kaum haben die Sozialisten ihre Orgie von Steuererhöhungen durchgeführt, konnten sie einen Einbruch bei der Wirtschaft verkünden. Der Obelix ist nach Russland geflüchtet. Die Deutschen wollen nicht Russen werden. Wir wollen Deutsche bleiben und in Deutschland erfolgreich sein. Karl Schiller hat so formuliert: Genossen, lasst die Tassen im Schrank. Ich sage, Genossen, lasst den Karl Marx in sein Museum in Trier und holt die alten Klamotten, die sich der Praxis schon als Unsinn gezeigt haben, nicht wieder hervor, sondern setzt euren Verstand ein und nicht den Mist von vorgestern wieder neu aufzukochen. Man muss nicht jeden Mist zweimal machen in Deutschland.
Meine Damen und Herren, wir wollen auch keinen Sozialismus leid. Eine DDR war genug. Und deshalb helfen Sie mit, dass Freie Demokraten für freiheitliche Prinzipien wirken können. Wir heißen nicht nur Freie Demokraten, wir sind auch Freie Demokraten. Frei, eigenständig, unabhängig, wie es unserer Selbstachtung entspricht. Deutschlands Bürger wissen, was sie richten können, was sie an diesem Land haben. Wir werden es verteidigen und ich bleibe bei diesen Prinzipien. Lieber verliere ich eine Wahl mal als den Verstand. Wir lassen uns von dieser Überzeugung nicht abbringen. Helfen Sie mit, dann wird es weiter gut. In Bayern, in Deutschland.